Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr wieder sehen könnt, ich habe Lust zu sondeln. Ich nehme euch wieder mit. Wir sind auf dem Goldacker unterwegs. Warum Goldacker? Hier habe ich meine erste goldene Münze gefunden. Ich will hoffen, hier liegen noch welche. Klar, wer hofft das nicht, aber ich bin guter Dinge. Auf alle Fälle was zu finden. Goldmünze wäre natürlich ein Traum, aber gehe ich erstmal nicht von aus. Wenn euch das Ganze natürlich wie immer gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Beim ersten Signal schalte ich euch wieder ein. Ich verlinke euch noch hier oben das Video vom letzten Mal hier vom Feld, wo ich die Goldmünze gefunden habe, falls einer von euch das noch nicht kennt. Ich würde sagen, wir geben Gas und legen los. Bis gleich. So, hier haben wir schon das erste Signal. Ist ein bisschen kratzig. Ah, kommt doch einigermaßen sauber rein. Also wundert euch nicht, das ist hier nur die Wintereinsaat. Also hier darf ich drauf. Ist alles abgesprochen, geklärt und genehmigt. Hab extra nochmal nachgefragt. Na? Da haben wir es doch schon. Aha. Was haben wir hier Schönes? Karatza. Eine Karatza-Verpackung. Müsste eine Pizza sein. Nehmen wir mit den Müll. Ne? Also wie gesagt, das Ganze ist abgesprochen und genehmigt. Das ist nur die Einsaat für den Winter. Interessiert keinen hier. Von daher kann ich weitermachen. Hier war ein Doppelton. 56er. Heute mal unter erschwerten Bedingungen. Haben wir draußen. Ich habe extra dreimal nachgefragt, ob ich hier drauf darf. Aber ich darf drauf. Hä? Aha, wollte gerade schon sagen, jetzt macht mir nicht schlapp hier mein Pinpointer. Okay, wo ist mein... Aha, hier kommen wir der Sache näher. Oh, ich hab's. Eine Münze müsste es sein. Oder ein Knopf. Oh, eine Münze. Jawohl. Oh, man kann auch erkennen, was es ist. Sehr angelaufen, sehr verfärbt, aber es sind die guten alten 50 Pfennig. Sehr schön. Zeige ich euch natürlich nah. Wir haben eine Münze. Münze. Freut mich immer sehr. So, Video. Da ist das gute Stück. 50 Cent, Bundesrepublik Deutschland. Rückseite ein bisschen verdreckt. Kann man nicht mehr ganz so gut erkennen, aber die reinige ich noch. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das freut mich. Das ist ein Fall für mein Coinpad. Ich habe es dabei. Geht ja schon gut los. Das geht ja schon gut los. Oh ja. Zwar sehr braun, aber die kriegen wir noch mal einigermaßen schön hin. Dass wir die in die Vitrine tun können. Als Erinnerung. Sehr schön. Ein bisschen sauber machen. So, und weiter geht die Reise. Hier haben wir ein schönes 77er Signal. Der Ton kommt gut rein. Jetzt haben wir ein Doppelsignal. Das heißt, wir haben das Ganze schon ein bisschen bewegt. Schauen wir mal. Ah, ich sehe es schon. Ich sehe es schon, was wir hier haben. Ein Draht. Sehr schön.
Müll ist leider das, was man am meisten findet. Aber das gehört dazu. Ich bin trotzdem guter Dinge heute noch. Ein schönes, knackiges 79er, 80er Signal. Jetzt haben wir es verloren. Schauen wir mal, ob wir mit dem Pinpointer dran kommen. Jetzt ist es total schwach, fast verloren. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal hier mit dem Pinpointer an. Wäre eine Schande, wenn das weg ist. Na, wo möge es sein? Dass es noch an unserem Spaten klebt, ne? Na, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das scheint noch drin zu sein. Und da müssen wir noch mal graben. Am Spaten hing es. Habe ich mir schon fast gedacht. Das sind halt die erschwerten Bedingungen, ne? Die wir dann haben. Oder? Wo ist es? Ja, jetzt. Aha. Hier, das ist es. Oh, schön. Hat sich der Aufwand gelohnt? Eine Musketenkugel. Jawohl, das hat sich gelohnt. Schöne, knackige Musketenkugel. So, da ist das gute Stück. Schön rund, nicht eingeschlagen. Und wir haben unsere erste Musketenkugel hier auf dem Feld. Hab natürlich schon ein paar davon gefunden, aber hier noch keine. Freut mich umso mehr. Schon unser zweiter schöner Fund. Unsere 50 Cent und Musketenkügelchen. Nur es ist halt schwierig mit dem ganzen Grünzeug und es hat den ganzen Morgen geregnet. Es klebt wie Sau und ich habe mir das schon gedacht, dass das Ding wieder am Spaten hier hängt, an meinem kleinen Ausgrabungsmoped, aber egal, gehört dazu, macht natürlich auch Spaß, muss ja nicht immer alles so einfach gehen, ne? Oh, hört euch das mal an, ein schönes, sauberes 85er, hört sich vielversprechend an. Ja, komm. Ja, müsste man draußen haben, das wäre es natürlich jetzt. Wenn wir hier noch was Schönes finden. Das Signal hört sich nämlich echt klasse an. Also da wäre ich echt baff, wenn das nichts Gutes ist. Aber die Frage ist, wo ist es? Na, das ist echt schwierig heute. Es ist draußen. Es ist definitiv draußen. Aber wo? Wo ist es? Sonst habe ich nie so Probleme. Der Pinpointer ist an. Also,
unglaublich. Echt unglaublich. Das fuchst mich aber jetzt. Was ist denn hier los? Nee, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier muss es doch liegen. Mach mich doch nicht schwach. Hä? Warum? Haha, wir kommen der Sache näher. Ich wollte doch sagen, das kann doch nicht sein. Das hier? Oh nee. Ein Splitter. Ein Granatsplitter oder vielmehr vom Führungsring. Nein, nee, was für ein Aufwand. Naja, heute tue ich mich aber ein bisschen schwer. Aber die Tage hat man. Ich denke mal, das kennt ihr auch. Ist nicht immer alles so einfach und fällt einem so leicht, vor allen Dingen von der Hand. Aber egal, es macht trotzdem Spaß. Ein kratziges 80er-Signal. Wir gucken mal, ob wir drankommen. Aha. Ich hab's. Ein kratziges 80er-Signal. Ja, zu Recht. Metall. Was tun wir nicht alles für die Umwelt und für die Bauern. Also ich grab sowas schon mal sehr gerne. Klar, ihr würdet jetzt sagen, das hört man doch schon. Ja, richtig. Aber der Bauer hier ist ein Nachbar von mir. Ich habe ihm gesagt, ich mache auch ein bisschen Feldpflege. Das heißt, ich nehme alles mit. Oder versuche zumindest so viel wie möglich mitzunehmen. Und dazu gehört dann auch schon mal sowas zu graben. Und man weiß ja nie, ob es nicht doch was Gutes ist. Das gab es ja auch schon. Ein 93er, auch schön knackig. Ich will hoffen, es ist nicht wieder ein Geschoss. Vielleicht auch mein letztes Signal. Ja, ich glaube, wir haben es im rechten Klumpen. Vielleicht auch mein letztes Signal. Aber es muss auch was Gutes sein. Aber vielleicht machen wir auch noch eins. Oh, ah, Leute, ich sehe es. Schaut euch das mal an, bitte. Schaut euch das mal an. Guck mal hier, der Abdruck, da klebte sie fest. Eine schöne Münze. Oh. Eieieiei. Ah, ein bisschen verplackt hier. Wenn mich nicht alles täuscht, Alu. Und wenn ich es richtig erziffern kann oder entziffern kann, dann ist es eine 500-Mark-Münze. Wahnsinn. Wenn die noch den Wert hätte, das wäre ja traumhaft. 500-Mark-Münze. Schaut euch das mal an. Die ist hier sehr dreckig, aber die mache ich sauber. Die ist eigentlich noch relativ gut erhalten, bis auf ein paar Stellen. Aber gut, den Rest sieht man immer erst, wenn die mal komplett sauber ist. Aber das sind echt 500 Mark. Geil. Interessant. Ich würde sagen, ich mache, glaube ich, noch einen. Läuft gerade so gut. Ich hoffe, es gefällt euch genauso. Also hier werden wir auf alle Fälle noch öfters hinkommen. Coinpad füllt sich. Sehr interessant. Mein letztes Signal, ein schönes knackiges 94er.
könnte wieder eine schöne Münze sein. Ich will es zumindest hoffen. Aber das hoffe ich ja immer. Schauen wir mal, ob wir drankommen. Hier scheint es nicht drin zu sein. An bist du? Aha. Schauen wir mal nach. Hier drin? Oh, ich hab's befürchtet. So, hier haben wir jetzt eine blaue Spitze. Da muss ich gleich googeln. Die andere ist nämlich auch blau. Wieder Geschosskaliber 50. Diesmal hellblaue Spitze. Google ich gleich nochmal, ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn die nicht gefährlich ist, nehmen wir die mit. Ansonsten lassen wir sie abholen. Aber das mache ich gleich dann. Aber leider wieder meine zweite hier auf dem Feld. Ich würde sagen, das war es. Ich zeige euch jetzt noch meine Funde, wie immer. Den Müll wieder nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir auf alle Fälle nochmal wieder. Leute, Abendrunde ist vollendet. Wie ihr sehen könnt, Sonne geht unter. Traumhaft schön. Eine schöne kleine Abendrunde hinter mir gebracht. Mit schönen Funden. Ich muss sagen, ich bin wieder begeistert. Bis auf die zwei Geschosse. Na gut, gehört dazu. Google ich gleich noch und werde die dann ordnungsgemäß entsorgen. Ne? Ob ich die jetzt abholen lasse oder selber entsorge, kommt auf die Farbe an. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Funde. Hier sind die zwei Geschosse. Eine Musketenkugel. Einmal 500 Mark. Dann eine Münze. Da muss ich noch genau nachgucken, was es für eine ist. Schreibe ich euch dann natürlich wieder unter die Münze und ein Fingerhütchen. Ich würde sagen, eine echt toll gelungene Runde. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin begeistert, wieder so tolle Sachen gefunden zu haben. Man muss mal überlegen, man läuft übers Feld und findet echt geile Sachen. Tolles Hobby. Aber ihr wisst es ja selber, macht Bock. Ihr macht es ja zum Teil auch. Ich würde sagen, ich habe es euch ja schon gesagt, aktiviert einfach alles, dann verpasst ihr kein Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.